Herzlich willkommen zu einem Video. Das machst du seit neuem, gell? Was? Du hast immer so irgendwas in der Hand und gruschelst da rum und dann so. Ist doch gut. Ach, das ist Multitasking, nennt man das. Ha, die Kamera ist da. Ich sehe die Kamera jetzt. Ich habe mich wirklich auch daran gewöhnt. Es war früher ein bisschen komisch, aber mittlerweile. Weißt du, wie ich mir das immer vorstelle, wenn ich da reingucke und da rede? Eigentlich rede ich ja auch mit dir, ne? Mhm. Aber wenn ich hier reingucke, denke ich immer, da sitzen jetzt ganz viele Leute in der Reihe, weißt du? Mhm. Wie im Kino? Mhm. Und mit Mutlo kannst du auch nur noch mit Kamera reden. Ja? Anders kriegst du keine Antwort mehr. Geht's? Um was geht's heute? Geht die doch? Um was geht's denn heute? Um den SEC Komplettierung. Ja, warum hast du gesagt, die geht, ne? Als ich dort war, um das auszubauen, ging's nicht. Vielleicht verdreht die sich irgendwie komisch. Na, ist doch super. Jetzt biegst du zurück. Was andersrum machen. Ja. Perfekt. Ja. Cool. Brauchen wir doch keinen Motor. Was ist bisher passiert? Bisher ist so viel passiert, dass wir zuerst mal eine so grobe Orientierung gehabt haben. Oder finden mussten, wo was hingehört. Weil ja die oberen Leisten, zeigen wir euch die, was schwarz eloxiert wurden, hat uns ja der Alex eloxiert, Chromfabrik. Der kommt nachher übrigens auch noch. Guck mal, was brutal ist, dass es eloxierter, schwarzer ist als der Lack. Der Lack wirkt bläulich, wenn du direkt vergleichst. Also tiefer. Merkst du das auch? Ja. Also auf der Kamera sieht man es wahrscheinlich nicht. Auf der Kamera sieht es wahrscheinlich nicht. Also Yasin, ich glaube, wir sind betrogen worden. Ne? Ich dachte, das ist... Das war Restfarbe vielleicht. Mit Blau. Ja. Nicht? Ha, meinst du? Ja, schon. Ja, bei dir das gemacht, aber bei mir weiß ich nicht. Aber das ist schon so tief ohne einen Ton von anderem Touch, weißt du? Also ohne, der hat ja dieses Bläuliche wirklich drin. Das heißt, das nächste Mal... Auto-eloxieren, haben wir gesagt. Das hast du ja gestern gesagt, komplett. Ja, komplett eloxierbar. Einmal tauchen. Aber guck, das ist schon alles so drin. Das sieht schon geil aus. Und die böse Dichtung ist auch drin. Ja. Da habe ich Angst gehabt am meisten vor, weil jeder, oh, das ist so, aber das geht. Nico war auch dabei. Mhm. Nee, das sieht echt top aus, finde ich. Jetzt haben wir ein paar Teile weggelegt, weil der Alex von Chromfabrik kommt und guckt sich die Teile auch an. Die Düsen sollten wir vielleicht auch noch rausmachen. Sind die nicht eigentlich schwarz? Sind die chrom? Also SEC weiß ich nicht. Das könnte schon gut möglich sein, dass die chrom waren. Aber es ist Kunststoff? Ja. Also muss man entlacken und dann... Ja, der kannst du doch auch... Nee. Wie, nee? Sag jetzt nicht, das sind aus dem Vollen gefräst. Nee, das hier, das Käpple. Ja. Siehst du? Ich glaube, das ist Metall. Ja, das Mach ist Metall. Raus, dann gucken wir es an. Dann können wir es auch eloxieren. Als nächstes Spiegel, das, jenes zusammenbauen. Wir nehmen euch auf jeden Fall mit, bis er fast komplett ist. Weil die Haube und so fehlt ja noch. Aber für euch passiert das wahrscheinlich innerhalb zwei Wochen, was ihr im Video seht. Nico, tun wir immer mehr jetzt ein bisschen in das ganze Geschehen hier mit reinbringen. Du kannst viel, nicht alles. Also du meinst, du könntest alles, aber du kannst nur viel. Mhm. Also das heißt nicht schlecht. Also du hast immer 100% behauptet. Mhm. Gell, zum Beispiel auch schweißen könnte auch. Nee, ich habe immer 120 behauptet. Oder so. Letztens haben wir geschweißt, Alu. Du auch? Ja. Ja, ja. Und? Ja. Zwei von vier waren gut. Also 50-50. 50-50, okay. Ja, immerhin. Aber jetzt bist du so bei 70%. Mhm. Und jetzt gehen wir daher und tun gerade solche Sachen, was zum Beispiel hier abgekracht sind. Das zeige ich euch. Ja, ich könnte es euch auch verstecken, weil als das Ding hier runtergemacht wurde es runtergerissen. Weiß jetzt auch nicht, wer das war. Und statt hier die Schrauben zu lösen. Beim Runterreißen sind die Dinger natürlich mit raus. Das heißt, wir nehmen uns ein Panzertape. Damit kleben wir die so fest, dass wir dann wieder ganz normal die Dinger hinschrauben können. Mit Panzertape? Habe ich Panzertape gesagt? Ja. Wir können es auch mit Panzertape machen. Nee, mit Panzertape machen wir das nicht. Das kannst du ja schon machen, so Fummlerei-Arbeit. Ich glaube, das kannst du besser wie wir. Mhm. Oder? Ja. Also, bis gleich. Was machst du jetzt? Machst du jetzt den Abwasch oder was? Ich muss das Geschirr hier wieder rausmachen. Wichtig. Wird das Geschirr jetzt nicht gemacht? Was? Wird jetzt das Geschirr nicht gemacht? Nee, das Geschirr lasse ich raus. Probier das jetzt mal, ob das, was da passiert. Meinst du, danach kannst du die Dichtung für ein Modellauto benutzen? Du meinst, das zieht zusammen? Weiß schon. Nee. Also, sehen wir ja gleich. Ich hoffe, die Weichmacher gehen nicht raus. Wir versuchen alles. Ich habe jetzt zuerst mal nicht alles rein. Was kannst du da empfehlen für ein Waschmittel?
wenn man so Dichtung macht? Ich nehme das Finish hier Ultimate. Mhm. Mit Glanz oder ja, so seidenmatt? Seidenmatt. Ah, cool. Jetzt ist es auf das Niedrigste halt. Ne? Ich würde jetzt mal auf 40 Grad Maximum gehen, oder? Mhm. Mitschleudern oder? Nee, der schleudert hier nicht. Ah. Man merkt wieder, dass du nie den Geschirrspüler wieder eingeschaltet hast, ne? Ja, ich könnte jetzt was sagen, aber danach ist es ins Internet. Gut geklebt, Nico. Bei uns seht ihr wirklich auch, oder wird auf jeden Fall euch mitgeteilt, wenn was geklebt wird, was geklebt wird. Wenn du heute ein Audi, ein Mobiler kaufst, die fahren schon wieder mit dem kaputt. Wenn du ein Mobiler heute ein Auto kaufst, da weißt du gar nichts, was mit dem Auto passiert ist. Ne? Bei uns, wir sagen wenigstens hier, Spülkappen wurden mal geklebt. Professionell fett befestigt. Ja. Halt, Mutlu, das, wo gerade in der Spüle ist, das Gummi, das muss hier zwischen rein. Du hast jetzt voll on fire, das zusammenzuschrauben, gell? Ja. Dann halt nicht. Haben wir auch vergessen zu lackieren. Die muss man aber lackieren. So kannst du nicht dran machen, ja. Ja, weil das ist Kunststoff. Das ist Blech. Hätte ich die auch mit reinschmeißen können. Und die aus. Jetzt warten wir mal ab. Ich hab's ja schon sauber gemacht. Du? Ja, ja. Du? Da geht nichts ab. Das ist ja voll geknotzelt. Geknotzelt. Nico, guck doch. Geht doch. Das sehen wir noch. Guck mal. Wenn du mal Haushalt machst, Junge, die schmeißen wir auch nachher in die Spülmaschine. Wenn das mit dem anderen funktioniert, schmeißen wir das ganze Auto am besten rein. Und danach reluxieren. Da bin ich jetzt gespannt, wenn wir die Gummis aus der Spülmaschine holen. Der Alex ist auch da, meine Damen und Herren. Es geht um unsere Chromteile. Davon weiß er aber jetzt noch nichts, was er mitnimmt. Okay. Hey, guck mal, wir haben schon mal einen Wagenheber drunter gestellt. Was meinst? Ich sag, die passe auf, wo ist er? Der kleine. Das Modellauto, die passe jetzt auf das. Ja, bei 40 Grad habe ich gemacht. Da auf das. Hallo. Kleine Ding. 40 Grad ist ja nicht so heiß. Nee, aber. Ja, stimmt auch wieder. Mal gucken. Wo sind, hey, wo sind die Pumpe hat es angesaugt. Okay. Boah, war doch ein bisschen heißer da drin. Ne? Nee, aber schön. Kannst du verkaufen als neu? Das ist okay. Ja, besser wie vorher ist Mutlu. Mehr besser geht nichts. Mehr besser geht nicht. Oh, die sind nicht sauber geworden. Das. Hast du Kalgonit reingemacht? Nee. Das war der Fehler. So, die Tabs hättest du reinmachen müssen noch. Aber von der Oberfläche sind sie nicht besser. Schlecht. Ja, ja. Nur der Dreck ist jetzt nicht weg. Das sieht man eh nicht nachher. Ja, das muss man. Aber mit dem Putzer geht es schon weg. Und die Lappen hier? Ja. Sieht auch besser aus, die Oberfläche. Ja, aber das hat es angelöst. Und der Halskrause. Oh, der ist innen sauber gerade, guck mal. Perfekt. Ein bisschen Cockpit-Spiel drauf und dann ist das gut. Jetzt muss ich die Tassen wieder neu machen, sonst kriege ich Ärger. Nico, kannst du einen Stopp drücken? Ach, oder so, willst du okay, jetzt gucken, wie ich das einräume? Oh, das sieht wunderbar aus. Schöner Kontrast, Glanz zu matt. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Perfekt. Du hast wahrscheinlich halt die ganzen Drecksrückstände und so ein bisschen weg, weil es auch von der Oberfläche ganz anders ist. Und es ist auch schön weicher wieder, kommt mir so vor. Ja, vielleicht haben wir es dadurch wieder gestreckt durch die leichte Wärme und die Intensivität von einem blauen Pullover, was drin war. Mhm. Und der Strahl. Ja, und da war noch ein roter Punkt in dem Ding, in dem Tab. Ah ja, hab's gesehen, ja. Und das sorgt dann für die leichte matt Glanz. Mhm. Und die mit dem blauen Punkt machen Glanz. Brauchst du dann immer lackieren oder was? Nee, kannst du matte Sachen reinwerfen und die kommen glänzig raus. Macht der Jasmin das auch so? Wahrscheinlich. Vor allem mit Scheiben. Alter. Okay, aber das sieht wirklich gut aus. Machen wir mal den Deckel hier drauf. Steht das so ab hier? Normal nicht. Vielleicht ist es zu groß. Der muss ganz rein, gell? So. Und dann festschrauben, ja. So, jetzt sitzt er. Ist das komplett ins Ding, Restauration, was wir machen? Wenn man nicht kleben würde, ja, gell? Nee, aber doch, das geht schon darauf hinaus. Hast du gesagt? Nee. Alex, wir haben ein paar Chromteile,
die wir irgendwie ein bisschen vergessen haben vorher. Echt? Ja. Wie vergessen? Wir haben sie vergessen zu eloxieren. Bei dem jetzt? Mhm. Bei dem. Aber echt? Ja. Okay, stehe. Ha, guck dir das mal an. Sieht aus wie neu. Ich weiß, sollte man mit dem sauberen Lappen machen. Das sieht doch gut aus. Findest du nicht? Doch, super. Gut, das können wir ein bisschen einschmieren. Das schmieren wir. Mit Melkfett und dann geht's. Jetzt zeigen wir mal schon die Chromteile dem Alex. Das ist von der Heckstoßstange? Ja. Die vordere hatte so ein paar Dellen, deswegen hat er gesagt, das hat er dann gemacht und gleich lackiert. Okay. Boah. Aber ist nicht schlimm, oder? Das hier. Ich weiß nicht, ob sie was nicht genau das Chrom will weg haben, oder was? Haben dann schwarze Luxieren. Das geht nicht. Das ist Metall. Das ist. Ach, nur Alu geht. Nur Alu geht, ja. Ich kann dir das Chrom wegmachen, dass du lackieren kannst. Okay. Das geht leider nicht in schwarze Luxieren. Nur Alu geht. Nur Alu geht, ja. Aber entlacken kann man es. Ja, das Chrom runter machen. Wenn Chrom geht, dann kann das lackieren. Okay. Das kann ich machen. Hier sind die Sachen. Aber eloxieren geht leider nicht. Das ist von der Kofferraumblende? Ja, das geht. Alu? Ja. Das geht eloxieren? Ja. Machen wir den Schwarzglanz oder Schwarzmatt? Wie gesagt, matt, ne? Matt. Ich würde es Glanz machen, weil das um die Scheiben rum hast du jetzt auch Glanz. Glanz. Okay, mach Glanz. Okay. Das ist auch Alu. Jo. Aber das brauchen wir auch. Und das sind die Zierleisten von der Türe. Von der Sakko-Bretter. Dann machen wir die ganz, die machen wir raus. Ja, die müssen raus, die überleben das leider nicht. Aber die kannst du rausschieben. Guck mal. Was macht ihr dann? Okay. Ja, das ist schon weg. Einer ist abgebrochen. Ja, ja, ja. Machen wir hier. So. Diese Stifte waren da drin und dann waren sie so platt gedrückt. Deswegen musste man sie ein bisschen warm machen, dass man sie lösen kann. Das hier wird jetzt ein bisschen. Jetzt wird stehen. Weil da ist richtig dick. Da auch. Aber das kriegen wir hin. Ich bringe ja der Kolbe. Kinder, macht das nicht nach. Don't try this at home. Ich bin froh, dass ich nur der Beschichter bin, nicht der. Der Abbauer. Der Abbauer. Das sieht auch stark aus, gell, jetzt so. Findest du nicht? Doch. Oh, Alex, wenn du schon da bist, da haben wir nochmal eine Frage. Das haben wir irgendwie verpeilt rauszumachen. Ja. Ist aber geht eh nicht wahrscheinlich, weil da Gummi dran hängt. Ja, siehst das müsste aber Stahl sein. Ja, aber hier. Stahl. Ja, aber das Gummi macht nichts. Kann man schwarz machen. Was? War, lass doch drin. Das Gummi dem Gummi raus. Passiert nichts. Was? Ja, aber das können wir eh nicht eloxieren. Ja, aber schwarz verzinken. Das ist doch Alu. Nein. Das ist Alu. Das ist Stahl. Das ist niemals Alu. Das kann gar kein Alu sein. Das ist Stahl so verzinkt. Kann man die Oberfläche irgendwie anders sauber machen? Weißt du das? Wie anders sauber? Dass es nicht mehr so aussieht, sondern schön aussieht. Ja, das kann man komplett schwarz machen. So wie die. Das ist doch Stahl, hast du gesagt. Ja, schwarz verzinken geht. Du hast ja vorhin gesagt, Stahl geht nicht. Eloxieren. Eloxieren geht nicht. Eloxieren aber schwarz verzinken kannst du. Ah, das würde ich bei einer Stoßstange jetzt nicht machen. Aber hier kannst du es machen. Das geht easy. Und das Gummi brauchst du auch nicht rausmachen. Dem Gummi passiert nichts. Echt? Mhm. Unsere Chemie ist nicht so, dass sie das Gummi angreift. Mutlo, weißt du, was ich da machen würde? Ich hätte es abgeklebt ausgehoben und wir haben eine Bürste drüber. Nein. Nee, wenn es ihm mitgäbst. Ja. Weißt du, was ich da machen würde? Ja, okay. Jetzt kommt wieder Gold oder so. Wenn die Tür aufmachst, dass es glänzt. Der hat gerade seinen Goldtick. Die Scheiben ist ja vorne will auch Gold machen. Soll ich meine Mutter noch fragen? Die kann dir so einen Einsteckzahn, so einen machen. So einen goldenen. Einen? Ja, einen halt nur. Aber einen auch für Micha. So ja? Mhm. Gold. Nur den Eckzahn will ich haben. Ja? Sollen wir machen? Mhm. Ich bin dabei. Machen wir. Okay. Oder nicht gute Idee. Doch. Mit Gold. Ja, nur das Gold ist scheiße. Dann musst du schon voll auf die Kacke hauen und den Stern vorne Gold machen und so. Aber das würde ich schon machen. Nee. Ehrlich nicht? Nee. Okay, dann machen wir es schwarz. Das Holz muss man auch noch rausmachen? Aber nicht der Versuch. Das Holz muss man noch rausmachen. Ernsthaft? Ja. Warum? Weil es scheiße aussieht. Sollen wir erstmal drin sauber machen?
Muss man sowieso. Das aber müssen wir unbedingt. Ja. Warum lasst so, doch so? Und, die, und jetzt, Patina, wieder Patina, jetzt, Patina, ja. Jetzt kommt ja auch dieses schwarze Leisten, die Eloxiden, hier hin, gell? Ja. Hier sind sie schon dran. Hier sind sie dran, das ja. Sieht echt gut. Aber das ist, wie man vorhin gesagt, das ist mehr schwarz wie das. Ja, ich habe ihm auch gesagt, was wir im nächsten Auto vorhabe. Gut. Ihr seht noch in diesem Video, wie jetzt Alex jetzt ganz schnell heimfährt und das macht und wieder kommt. Warte, und guck. 900? Nee, Micha, ob der nachher Zeit hat, wegen den Mercedes-Felgen umschicken. Wann kommt? Oder Nico macht's. Oder Nico macht's. Ja? Ja. Okay, und wenn er rausgeht, sagst du, sei mit Allah. Oder Allah soll dich Allah soll dich beschützen. Ja. Das ist Al, oder? Ja. Warte kurz. Ah! Könnte auch schon Al sein. Warte, ich mache den Magnettest. Wo ist der Magnet hin, Nico? Warum soll ich den jetzt weg haben? Weil jeder hier rumkummelt. Ah, ich habe noch einen anderen Magnet. Hallo? Ja. Das willst du jetzt auch mitnehmen? Ja, nehme ich mit. Brauchst du doch nicht, oder? Nee, brauchen tue ich nicht. Was soll ich noch mitnehmen? Nee, lass das. Was willst du noch mitnehmen? Bremsleitungen. Die können wir mal auch vergolden. Oh ja. Was ist denn eigentlich? Den haben wir doch gepulvert. Den haben wir gepulvert, gell? Ja. Hat er den muss mit so Candy. Nee. Gold. Hört Gold auf jetzt. Gold, zum Beispiel. Gold, Junge. Gold, ja, was ist denn jetzt mit dem hier? Willst du das nicht machen? Warte. Das sieht sonst wieder aus wie Arsch. Stimmt. Guck, kann man das schwarz machen? Das ist Plastik. Das ist Alu. Oder? Das ist nicht Plastik. Ich mach mal vorne den Stern aus Spaß, mach ich mal Gold. Dann schicke ich dir ein Bild. Perfekt. Sind die beide Türe drauf? Das Mensch. Was ist das? Alu. Nee. Der Micha kann das. Geh mal, ja, doch, das ist Alu. Alu, ja. Meinst du? Ich sag, das ist Kunststoff. Alu oder Guss? Das kann auch Kunststoff sein, ja. Ich sag Kunststoff. Zeig. Ja, ist Kunststoff. Also gib mir was zum Lackieren. Nein. Das ist kein Kunststoff. Zeig mal kurz, Motto. Safe Kunststoff. Nee, mal. Na, das ist Kunststoff. Alter, wenn nee, ich man. Das Ding nee, aus, ist doch aus Alu. Metall nee. Gemacht das ist Alu. Das ist Alu. Ha. Laber nicht. Guck. Echt? Zu der Zeit war halt Geld da, in jeder Kasse. Vor allem in denen, wo die Autos fahren. 200.000 Mark konntest du machen. Das ist Alu. Bestimmt aus dem Vollen gefressen. Ja, Alu, mach schwarz. Da, Alu, mach schwarz. Da, Alu, mach schwarz. Ali, mach schwarz. Weißt du, wie die Scheibe wischer? Die sieht man nicht. Die könnte man jetzt aber wirklich. Das sieht auch gut aus. Sieht auch gut aus. Mhm. Die könnte man Gold machen. Überleg dir mal, du fährst auf der Autobahn, ne? So bei Regen, komplett schwarzes Auto, richtig böse. Und dann auf einmal die goldenen Scheinwerfer und alle Scheibenwischer und alle sind geblendet. Von diesen Scheibenwischer. Von deiner Intelligenz sind wir manchmal auch geblendet. Ah ja. Sollen wir mal denken, sollen wir mal machen? Ah ja. Machen wir mal einen IQ-Test. Machen wir einen IQ-Test. Ja, können wir machen. Hey, wir machen einen IQ-Test mit dem, gell? Ich mach da nicht mit. Wieso? Micha, du machst auch der mit, Computer, natürlich. Den Verreis, da wo wir das machen. Da kommt gleich CIA und kidnappt mich. Ich mach das schön sauber. Ja. Dann mache ich nur hier, nur das mache ich Gold. Nein. Dann schicke ich dir mal ein Bild. Ja, nein. Mach. Was nein? Und dann. Hör auf mit dem Gold, Mann. Wir sind doch keine Araber. Mach. Ich hätte das ganz. Die Araber in Dubai und so machen das. Das Stück. Hey. Die Araber in Dubai hatten das immer mit weißes Auto mit goldenen Dingern. Ja, guck mal, Mutlu, jetzt mal ohne Spaß. Mutlu, wir haben noch zwei Stück von denen. Mach doch einen. Mach mal einen komplett Gold, nur das in und den anderen schwarz. Ja. Ja, aber der andere ist schon Chrom runter. Das heißt, den muss lackieren. Den lassen wir mal lackieren. So. Heia. Heia. Das geht nicht. Ja. Mir egal. Wir machen weiter. Bis gleich. Also wir haben jetzt bereits vom SEC, das war ja die Hutablage, die habt ihr gesehen, dass die auseinanderfällt. Da haben wir sie jetzt schon ein bisschen hier geklebt. Das müssen wir ein bisschen kleben, weil, haben wir schon gesagt im Video, ja, was sie kostet? Ist jetzt ein paar Tage später, deswegen weiß ich das jetzt genau nicht mehr. Jetzt kleben wir die an, ist halt geklebt. Wir sagen es auch beim Autoverkauf. Junge, tut mir leid, ich habe keinen Bock, 2.300 Euro für so ein Ding zu bezahlen. Deswegen haben wir sie geklebt. Wir werden sie auch so kleben, so dass es auf jeden Fall hält. Aber überziehen tun wir sie nicht mehr mit Stoff, sondern wir haben da was anderes bestellt jetzt. Ne? Mhm. Mhm. Und zwar Flock-Material. Mhm.
das sprühst du so an oder walzst du da drüber oder irgendwie. Mhm. Zeigen wir euch aber, ist noch nicht da. So, wir kleben jetzt mal den Rest. Also das hält schon. Man muss es jetzt nur noch hier runterdrücken. Dann hier muss man noch mal ein bisschen kleben. Hier muss man noch mal ein bisschen kleben. Das hier muss man ein bisschen kleben. Ja, ihr könnt jetzt sagen, Fusch oder nicht Fusch. Den Typ will ich sehen, der wegen der Heckablage 2300 Euro ausgibt für Gebrauchtes, wo du nicht weißt, ob es geht, Heckrolle oder nicht geht. Und wir haben mega Experimente gemacht. Mittlerweile 3 Tage sind wir drin. Ja. Sollen wir sie lieber am Becken machen, bevor wir hier Sauerei machen? Nimmst du O-Saft, ich nehme Zitrus. Ja. Machen wir zuerst O-Saft oder vergleichen wir? Wir nehmen ja ungefähr die gleichen Sachen rein. Ja, ähnlich. Nehmen wir den hier raus zuerst mal. Oh mein Gott. Den müsst ihr abtrocknen noch. Warte. Erst abspüle. Das sieht besser aus. Meins ist picobello. Der. Guck mal, was wir probiert haben, kannst du in deinem Haushalt auch zu Hause machen. Wie in Gummis. Mit O-Saft und Zitrussaft gemacht. Ich glaube, Zitrus wird besser sein. Guck mal, wie sauber das geworden ist. Wie sah es vorher aus? So, zeig mal deins eigentlich. Das Papier. Und? Obwohl O-Saft ist dunkler. O-Saft ist. Also wenn ihr auf ein bisschen Glanz steht, dann nehmt O-Saft dafür. Was guckt ihr so? Geht das nicht mit Cola? Cola nimmt man eher für die Schrauben. Okay. Hast du auch so eine Dichtung? Ich meine, sieht gut aus. Also das geht nicht. Das geht nicht, das geht bei mir auch nicht. Auch klar. Mal die große. Aber das löst ihr Glitterdreck gut. Das müssen wir trocknen lassen und dann angucken. Ne? Obenrum kann man es her. Hm? Am Gummi? Ja. Meins schimmert. Also bis jetzt waren keine Highlights dabei. Den habe ich auch drin gehabt. Wir müssen auch mal mit Salzwasser probieren. Ja, oben passiert gar nichts im Zitrus. Glas habe ich probiert. Zeig mal. Die Roststellen sind noch da. Hast du jetzt gedacht, der Rost geht weg? Nee, aber ich habe da vielleicht löst sich das alles so. Obwohl, das löst sich ja. Ja, das geht schon weg, guck mal. Guck mal, picobello geworden jetzt. Siehst du? War ja hier auch alles mit Rostfarben, oder? Das Glas. Voll, das war komplett voll. Aber die sind gut geworden. Wie von Mercedes, gell? Und der Kalk und das alles ist weg an deiner Düse. Halt mal ran. Ja, war Kalk, gell? Ja. Also jetzt eine mega neue Erfindung war es jetzt anscheinend doch nicht. Also brauchen wir so 5 Kilo Eimer Orangen-Zitrussaft. Und dann einlegen schon. Und dann legen wir über Wochenende ein, alles. Sauber werden sie zumindest, also die Flecken gehen besser weg. Vielleicht wird es auch mit dem Kochchemiezeug auch einfacher sein. Egal. Wir haben es ausprobiert jetzt. Hey Yasin, was geht? Wie? Alles gut? Ja. Der Alex ist gerade da bei mir, vom Chromfabrik. Der hat mir die Teile gebracht zum Lackieren. Der Micha fährt jetzt los zu dir. Mach sie alle tiefschwarz und dann holen wir sie heute Nacht oder morgen früh ab. Warum lacht der jetzt? Warum lachst du? Ich habe gesagt, der braucht nicht wegzufahren. Das machen wir kurz. Da muss er nur kurz warten. Das wär natürlich mega perfekt. Okay, der fährt los. Bis gleich, Yasin. Also, bringen die Teile jetzt oder was? Ja, du lackierst doch gleich, hast du gesagt. Ja, ja, ich dachte mal, der geht jetzt, dann muss er nach Urlaub machen. Bringt er die Teile jetzt oder was, der Alex oder was? Nein. Wer bringt die Teile jetzt? Wo bist du jetzt? Ich war jetzt zurück Werkstatt gerade, hab Auto weggebracht. Achso, ich dachte, du bist schon weg in Urlaub. Nein, es ist heute Abend fahre ich los. Wann? Gegen 8, 9 herum, so habe ich geplant. Gegen 8, 9, das sind noch 3,5 bis 4,5 Stunden, bis du abfährst. Ja. Lackier doch die Teile, Schwind. Ja, der Lack trocknet doch nicht so schnell, das ist das Problem. Du musst ja nicht dabei sein beim Trocknen. Ja, das ist ja das Problem. Der Lack ist nicht so schnell wie ich. Das wurde mal hart bei mir. Ja, wenn die Teile bringen willst, geht's wieder. Ich bin noch bis 60 Stunden in der Werkstatt. Danke dir, du Freund. Adi, tschüss. Adi, ciao. Ja gut, das war ein bisschen zu kurzfristig jetzt. für das da sein 3 Stunden in Urlaub fahren will. Egal.
Der lacht, der nimmt das auch nicht ernst, gell? Aber glaubst du nicht, der hätte es gemacht? Nee. Nicht? Mhm. Na gut, du musst ja noch vorbereiten. Er muss ja vorbereitet Schleifen machen, ja. Tun, der hätte das jetzt nicht gemacht. Aber siehst mal. Ich mach's dir mal. Dann, was? Dann siehst du mal den Unterschied zwischen, wie es jetzt aussieht. Was für Putzen, Alter. Willst du mich verarschen? Guck mal da rein. Willst du mich verarschen, Putzen? Das dauert nicht mehr lange. Das ist aber vom 140er. Das ist ja vom 140er. Ja, das machen wir. Ja, und die Streben? Die, wo da liegen? Ja. Die Streben eluxieren. In? Die eluxieren wir. Ja, auch so Chromoptik. Aber so schlimm ist der doch gar nicht. Was? Matt. Wie matt? Das ist doch, ja, das polierst du doch raus. Das polierst du nicht so einfach raus. Okay, das vielleicht nicht. Und hier, guck mal. Ja, das bisschen, oh, wie ein Dochrost im 140er. Das gammelt hier durch. Noch. Das machen wir wieder schön. Chromfabrik.com. Wir verchromen alles. Alles. Das sind alles. Ja, das sind, ja. Das sind die von. Hast du die auch im Chrom, oder was? Du nicht durcheinander bringen, gell? Das darf ich nicht durcheinander bringen. Ach, was? Wie werden die dann wieder auseinanderhalten? Die sind in verschiedener Länge. Dann die alles in Chrom dann, oder? Das ist Edelstahl auch in Chrom. Die sind doch gut. Ja, aber ist halt. Aber neu ist immer besser. Ja, aber die hätte ich auch gelassen. Was? Die lassen. Ja, die sehen wir nicht mehr. Aber die sind dunkler, gell? Kann das sein? Die sind dunkler. Weil das andere Material ist halt Edelstahl. Das ist Shadow. Hm. Das Ding, glaub mir, sieht nachher aus wie neu. Neue Teil. Zeig mir mal die anderen Teile, hast du gezeigt? Nee, gell? Hm. Wie lange war er jetzt weg? So 12 Minuten? Ja, doch. Wo er die Teile mitgenommen hat? Ja. 11 Minuten, gell? Alter, guck mal, der ist sogar vom Team. Ich bin vom Team, ja. Entlackt. Entchromt, ja. Komplett entchromt. Entchromt? Sorry. Die können lackiert werden. Und das hast du einfach nur gestrahlt jetzt? Ja, entschichtet erstmal komplett. Entschichtet das Chrom runter und dann gestrahlt, weil hier überall der Rost drin. Vor allem hier, bei dem war ja extrem. Ja. Zum Teil ist es voll nicht Krater. Ganz weg. Ja, ja, es sind auch Krater. Und dann und hast dann du was? Verzinkt. Dann haben wir das ganze Ding hier verzinkt und das ist jetzt eine gute Basis zum Lackieren. Okay, weil die vorderen sind ja auch lackiert, gell? Ja. Es kann eine Grundierung, eine Zinkgrundierung drunter machen und dann direkt drauf lacken. Und dann kann auch der Rost hier unten nicht mehr weitermachen, dann gammelt sie dir nicht. Der muss auch innen raus lackieren. Ja, am besten. Die waren auch innen lackiert, gell? Da war innen auch Lack drauf. Gut, dann wissen wir, was zu wir sind, aber das sind so die Endteile dann, die wir da montieren können erst. Wir machen den Rest weiter. Dankeschön, Alex. Ja, könnt ihr mal. Danke, Alex. Und Schrauben. Das waren wieder so einmal alles, ne? Ja, ja. Da ist sogar so ein Teil von vom Wasserhahn. Wir hatten den reingekriegt. Ich sehe es schon kommen. Guck mal, gleich mitgenommen. Wohin? Der baut um, Mutlo. Ja, das war bei ihm zu Hause, meine ich ja. Der hat es mit reingelegt. Er hat es mit reingelegt. Er hat es mit reingelegt und nachher nimmt das wieder mit. Jetzt wird es schwund. Und so macht er jedes einzelne Teil von zu Hause. Ich hab erst alles ausgeräumt. Jetzt hätte ich dann Teil. Also gut zu wissen. Ich melde mich dann, wenn mal so ein Wasserhahn oder so. Wegschmeißen. Einfach wegschmeißen. Wegschmeißen. Danke, Alex. Also, wir sehen uns. Also in diesem Video sehen wir die Teile jetzt nicht mehr, weil sonst muss er in einem Video dreimal rennen. Ja. Nee, so sportlich bin ich auch nicht. Dann machen wir am SEC weiter. Also, danke. So, Thema SEC. Ich denke mir, wenn wir den relativ schnell zusammenbauen, bauen wir auch wieder viel Scheiße mit rein. Das kann sein, ja. Ja, und deswegen, wir warten jetzt immer noch auf Dichtungen. Die dauern halt jetzt noch eine Weile. Vielleicht muss man das in zwei Abschnitten im Video zeigen, weil uns halt so Sachen wie die Hutablage uns aufhalten. Und dann hast du die Idee gehabt mit dem Flocken. Mhm. Ob es gut wird? Irgendjemand hat es schon mal gemacht, dass man das mal flocken. Die Oberfläche sieht dann aus wie so ein Armaturenbrett. Ja. Wie funktioniert das? Viele Erfahrungen gibt es noch nicht. Nee. Aber wir probieren es jetzt aus und wir machen es jetzt mal nur diesen Bereich, weil die Stelle muss man jetzt nochmal gescheit kleben. Machen diesen Bereich mal nur hinten, um zu gucken, wie das aussieht. Weil also wenn man es reinmacht, dann sollte es schon fertig sein. Ja. Und Thema Flocken, ich glaube, dass man das vielleicht, jeder von euch, vielleicht auch interessant ist, irgendwann mal für kleine Reparaturen und so, ne? Ja. Gerade Armaturenbrett, Löcher vielleicht, oder? Wir probieren es aus. Ich habe keine Ahnung. Du hast dich reingelesen.
Ja, ich habe ein bisschen gelesen und ein bisschen YouTube geguckt. Du bist verantwortlich. Ja, normalerweise wird das quasi das Teil auf dem Boden, wird elektrostatisch aufgeladen, glaube ich. Ach, bei Holz doch nicht. Doch, das kommt auf so eine Platte drauf. Ja, leitet minimal, aber... Das kommt irgendwie auf so eine Platte drauf, die Minus bekommt oder so. Ich habe keine Ahnung. So ähnlich wie beim Pulverbeschichten. Ja, das ist einfach genau, nur haftet. Genau. Weil die Firma, die das vertreiben, die die Maschinen herstellen, die machen Pulvern und beflocken. Okay. Sollen wir hinten noch beflocken in Zukunft? Vielleicht geht's. So, was haben wir da bekommen? Wir haben so eine Art so... Beflockungspulver? Ja. Aber es hat so Knödel. Ja. So knubbelig ist das so. Das müssten wir im Prinzip einmal so richtig fein machen. Ja. Und dann haben wir noch bekommen eine Rolle. Das habe ich aus Amazon, was haben wir bezahlt? 33, 35 Euro? Sowas. Also, wenn es funktioniert, günstig. Eine Rolle, um den Kleber aufzutragen? Genau. Und da ist der Kleber drin. Der Flocking-Kleber. Ja, also das kommt alles als ein Set. Und da soll dann das Zeug rein und dann soll es das... Also so drauf, aber wie so Ketchup. Aber ich kann mir das auch nicht vorstellen, weißt, da kommt so klumpmäßig raus. Genau. Ne? Und dann hat der Nico gemeint, wir sollen uns doch lieber so ein Sieb besorgen. Da die eh knubbelig sind, können wir durch den Sieb vielleicht da drüber. Oder, was hast du noch besorgt? Puderzucker, wo du schon ausgeleert hast. Ja. Packung. Aber halt leider, eigentlich wollte ich diese Mühle von Südzucker, ist die, glaube ich. Aber der Kaufland hier, den wir hier haben, nicht. Der hat es aus dem Sortiment genommen. Okay. Und im schlimmsten Fall haben wir noch eine Pfeffermühle. Ja, können wir auch mal probieren. Wobei, wir probieren mal alles aus. So, jetzt gehen wir mal her und machen mal hier diesen mittleren Bereich, hätte ich jetzt gesagt, mal mit dem Kleber mal, mit der Rolle mal, mit der Walze drüber. Sollen wir die Gebrauchsanweisung noch lesen, oder? Ich brauche keinen Gebrauch. Okay, gut. Wer braucht das schon heute? Okay. Liest du eine immer? Nee, nicht immer. Also bei vierteiligem Set brauche ich wahrscheinlich keins. Ja, außer also, man hat ein Geschäftsmeeting. Dann kann man sowas lesen in Ruhe. Was hast du da? Ein Geschäftsmeeting. Was erzählst du da? Ein Meeting, wenn man so ein Meeting hat. Dann machst du beim Meeting nicht auf und machst so, lest so. Da kann man so eine Lektüre. Viele werden jetzt wissen, was ich meine. Jetzt bin ich gespannt. Sollen wir nicht erst umfüllen? Wo umfüllen? Das Zeug in irgendwo rein. Dass wir es direkt machen können? Ja, bevor es jetzt... In welchen? Ich wollte dir eigentlich den Sieb hier nehmen jetzt erstmal. Willst du mit dem Sieb probieren? Oder was willst du probieren? Ja, wenn mit Sieb, würde ich es vielleicht zuerst dadurch jagen und dann... Weil dann kannst du es besser träufeln. Nico, ich verlasse mich heute auf Nikos Anleitung. Warte. Guck, da kannst du ja so einen Drehstamm machen. Oder du probierst so und kippst die Hälfte jetzt daneben. Dann machst du wenigstens da auf dem Tuch. Wer braucht einen Trichter heute? Okay. Oh, ist aber auch arg Staub, hä? Ja. Nico. Soll ich jetzt hier rumschneiden oder was? Ja, ja. Boah, staubt das. Ist es gefährlich eigentlich, wenn das einer abmischt? Ich glaube, man sollte. Man soll es nicht essen, das Maske ist mir schon bewusst. Oh. Das ist wieder voll meine Arbeit, gell? Seit willst du das machen? Ja, gib mir nochmal die Schere, bitte. Ich muss das Loch größer machen. Wir melden uns gleich wieder. Ja, was meinst du, wie viel wir da auftragen müssen, Nico? Also da stand nicht zu viel und nicht zu wenig. Aha. Ja, so, dass es halt nass ist, aber nicht, dass es so träufelt, wie ich jetzt mal gesagt. Ja, so. Du hast es jetzt noch nie gemacht, gell? Nein. Also dieses Flocken meinst du? Ja. Nee, habe ich nicht. Ich hab immer ein erstes Mal. Mhm. Das ist spannend, oder? Ja gut. Also ich habe spannendere Sachen gesehen. Ich bin auf, ich mein's auf das Ergebnis mal gespannt, sag mal so. Ich probiere es jetzt mal aus. Sag mal, machen wir hier noch das Fette da und gucken wir, dass wir da noch die quasi. Ja, genau. Jetzt probieren wir es mal zuerst mal mit deinem Puderzucker. Geschichte. Mhm. Ich weiß, ob da was rauskommt. Machen wir das noch weg. Was glaubst du, wie lange das dauert, wenn das... Hast du da was drin? Ja. Nico, da passiert gar nichts. Was ist denn? Ich glaube, das ist zu dünn, oder? Ich hab's mir jetzt auch besser vorgestellt. Wo ist denn das Sieb? Jetzt gleich mit Sieb. Ah ja. Ja, und dann?
Ja, und so machst du das jetzt. Da muss man mehr reintun, glaube ich. Ja. Aber ich glaube, Sieb braucht man nicht. Vielleicht ist das Sieb auch zu fein, das weiß ich nicht. Ha, jetzt haben wir einmal auf dich gehört und jetzt wirst du unsicher. Ich habe das auch noch nie gemacht. Was ist das? Alter. Oh, da wird's gut. Da drüben klappt's. Machen wir mit zwei Händen. So mit der einen Seite klopfen und die andere heben. Da läuft doch oben raus dann hier. Und die Bolle haftet nicht, oder was? Die haften ja nicht. Alles nur, was in Kleber berührt, behaftet. Wir hätten geschlossenes Sieb haben müssen. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist nicht da überquirlt hier. Ja, wie lange machst du das dann? Ja, bis du alles bedeckt hast. Ja, wie kriegen wir die Bolle weg? Später abblasen. Das dauert ewig. Also du kannst es machen, wenn du da was genau machen willst. Du machst da in dem Bereich nur einen Kleber hin und machst das damit, weißt du? Wahrscheinlich so Teppich oder sowas vielleicht. Hm. Ah, jetzt Mutlu hat's raus. Also wenn die Bullen nicht da sind, glaube ich, dass es gut aussehen kann. Ja, glaube ich auch. Wir warten jetzt, lassen trocknen und dann versuchen wir mal die Bullen wegzublasen, oder? Sollen wir mal die andere Seite noch so machen, wie du es jetzt hast? Weil das war ja eigentlich... Ja, mach. Okay. Mach mal mit der Rolle. Aber so jetzt ist besser, gut. Definitiv. Ja. Also irgendein Sieb nehmen, wo du auch wahrscheinlich ein bisschen mehr Durchlass vielleicht hast. Ein bisschen mehr Durchlass und mit Deckel am besten. Jetzt bin ich gespannt, ob da jetzt diese ein, zwei Punkte, was da noch sind, ob wir es dann wegblasen können. Was steht auf dem Kleber drauf, wie lange es trocknen muss? Wir machen es jetzt so, wir kleben das Stück noch. Mhm. Ich verabschiede mich und Nico macht den Rest. Ich mache das gern. Also, okay. Ich wünsche euch was. Du blendest die Bilder dann ein. Wie? Wenn es fertig ist? Fertig ist. Ach so, ja, müssen wir dann nochmal filmen. Oder? Ja, okay. Ja. Okay, also.